Ich begrüße euch alle recht herzlich hier auf okitalk.com, an Radio Leon Shoutcast und wo immer uns hier heute zuhört. Otto Lichtner, ja, der Otto Lichtner aus der Schweiz, in Deutschland, soweit ich weiß, lebend, der ja, genau. die Musik präsentiert hat für unser Installationsvideo. Und da muss ich als erstes erstmal schon mal ein Dankeschön sagen. Erstmal einen wunderschönen guten Abend dir, Otto, zu dir nach Hause. Jo, in Deutschland, in Kempten, jawohl. Da sitze ich gerade. Mhm. Ja, Otto. Hallo, Otto. Es heißt ja bei dir, damit die Leute müssen mal Bescheid wissen, lebensmusik.net. Und das ist ja deine Seite, damit wir da mal ein bisschen zurechtkommen, damit die Menschen mal wissen, um wer du bist auch. Du warst ja schon vor drei Monaten, war das schon sicher her, Otto, oder? Ist schon eine Weile her, ja. 4 Monate auf jeden Fall, ja. Ja, so vergeht die Zeit. Ja, ich möchte mal was so sagen. Es geht ja heute auch in einer Richtung, das nenne ich morphogenetisches Feld. So darf ich mal sagen. Mhm. Und heute Abend wollen wir natürlich, dass ihr die Fragen über uns auch wieder laufen lasst. Der Otto steht euch natürlich zur Verfügung. Ne? Und Otto, wie waren denn so deine letzten Wochen erstmal so und was hat sich bei dir getan, bevor wir ein bisschen tiefer in die Materie bei dir einsteigen? Ja, also erstmal nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt gerade zuhören. Ich sehe gerade, sind auch einige auf dem Mumble drin, also direkt ins Studio reingekommen. Ich habe auch heute Morgen nochmal an alle meine Lebensmusik-Freunde geschrieben und lade auch nochmal alle ein, die Lust haben, direkt noch hier in die Sendung reinzugehen, dass wir vielleicht nachher dann sogar auch den ein oder anderen Austausch haben. Ja, du fragst gerade nach den letzten Wochen. Da ist sehr viel passiert. Es ist nämlich eine große Vision vorbeigekommen, die gerade im Entstehen ist. Und über die werden wir dann auch im zweiten Teil vom heutigen Abend sprechen. Also so, ich denke mal, so ab 21 Uhr werden wir dann da auf den Bereich dann eingehen. Und da bin ich selber schon ganz gespannt, weil es heute das erste Mal ist, dass ich damit in die Öffentlichkeit gehe. Es sind schon einige Menschen damit involviert. Es arbeiten auch schon einige daran, an dieser großen Vision. Und es hat sehr viel mit Vernetzung und mit Dankbarkeit zu tun. Aber wie gesagt, das kommt dann später, ab 21 Uhr. Und ja, du hast das richtige Stichwort gegeben, morphogenetisches Feld. Das haben wir beide ja heute Mittag schon erlebt. Ich habe dir, glaube ich, Punkt 11.30 Uhr irgendwas geschickt und du hast so 11.36 Uhr gefragt, ob schon etwas angekommen sei. Und somit hatten wir ein gutes Beispiel, wie wir schon im morphogenetischen Feld uns befunden haben. Und genau in diesem Bereich ist auch meine Arbeit der Lebensmusik. Also ich verbinde mich mit diesen morphogenetischen Feldern. Ja, Otto. Für mich ist die Frage natürlich erstmal, was ist überhaupt auch Lebensmusik? Und das morphogenetische Feld, wie siehst du das? Was ist das eigentlich? Ja, also die Lebensmusik, da hole ich ein kleines bisschen aus. Da gehen wir jetzt mal in unsere Zellen, weil jedes Organ, jedes Gewebe und jede Zelle unseres Körpers besitzt ja so eine eigene Resonanzfrequenz. Das hat auch dieser Masaru Emoto sehr schön herausgearbeitet durch seine Wasserkristalle. Wir bestehen ja aus 80% Wasser und somit schwingen wir alle in einer Gesamtfrequenz, welche auch die persönliche Schwingung bei Menschen oder auch Tieren oder auch sogar Themen darstellt. Und das ist jetzt so, dass diese Tonfrequenzen jetzt einer persönlichen Lebensmusik, also der Musik, die ich für jemand komponiere und das am Klaviere, erfasst sozusagen diese Persönlichkeitsstruktur. Also man kann sich vorstellen wie so ein Fingerabdruck. Jeder hat wirklich seinen eigenen persönlichen Fingerabdruck und so schwingt auch jeder in seiner eigenen persönlichen Schwingung. Und genau in diesem Bereich gehe ich in dieses morphogenetische Feld. Das bedeutet, ich klinke mich sozusagen in diese Schwingung ein und bin dann so circa zu 80% als Medium tätig
und empfange da quasi die Töne, die ich dann durch das Klavierspielen dann in eine Klavierkomposition umsetze. Die dauert dann so circa 10 bis 20 Minuten. Und eben diese Komposition zeigt einem dann, wenn man sie sich anhört, und das ist dann so der nächste Schritt, wenn man diese dann bekommt, der zeigt einem eben diese Potenziale in sich und nimmt auch den Kontakt auch zum inneren Heiler auf. Also da passiert dann ganz viel, da können wir dann nachher noch darüber sprechen. Also das ist so mal so ganz kurz gesagt die Arbeit, die ich mache mit der Lebensmusik. Und wie ist das so entstanden? Wie ist die Lebensmusik für dich entstanden? Ja, da sind wir bei diesen berühmten Zufällen, weil ich spiele ja jetzt schon seit über 30 Jahren Klavier, habe also wirklich schon ja in Hotelbars gespielt, habe dann Konzerte gemacht und habe dann auch bei verschiedenen Veranstaltungen eben gespielt und dann auch schon angefangen zu komponieren. Ich sage jetzt mal die normale Komposition. Man erfindet ein Stück und baut es dann auf und übt dann so lange, bis man sagt, ja, das ist jetzt ein fertiges Musikstück und das trägt man dann vor. Und so hatte ich eben auch mal eine Veranstaltung gehabt und da kam dann eine Frau auf mich, ja, ich kann schon fast sagen, zugeschossen. Die kam wirklich direkt auf mich zu, in einem Tempo, dass es mich fast so ein bisschen nach hinten gezogen hat, und sagte mir, und du machst eines Tages Heilmusik. Und du kannst dir vorstellen, dass man dann in dem Moment, man geht so seinem Job nach, man spielt Klavier, es wäre wie ein anderer, der jetzt gerade Schreiner ist und jemand kommt und sagt zu dem Schreiner, und du machst jetzt eines Tages besondere Schreinerarbeiten mit Heileffekt. Ich war natürlich dann etwas perplex erstmal, hatte schon ein bisschen Erfahrung gehabt zu dem Zeitpunkt mit meiner Musik, also auch mit dem Wissen, dass die Musik schon etwas anderes berührt, aber dass sie wirklich so etwas, wie die Frau mir damals zugesagt hat, auslöst, da war ich selbst erstmal ein ganz großer Zweifler an der Geschichte. Wie sich später herausgestellt hat, ist sie eine Hellseherin und hatte mich zufällig an diesem Tag gehört in der Stadt und kam auf mich zu und hat einfach dieses Bild vor sich gehabt. Dieses Bild, wie ich eben mit meiner Musik da in der Tiefe arbeite. Und da sie auch sehr hartnäckig war, muss ich dazu sagen, weil ich natürlich das erstmal gar nicht glauben wollte oder konnte, hatte sie dann Termine mit mir vereinbart und wir haben das dann sozusagen in der Praxis dann auch herausgearbeitet. Also wir haben wirklich dann angefangen zu experimentieren. Es sind dann auch andere Personen dazugekommen, für die ich dann eine Musik komponiert habe. Und so konnte ich dann im Lauf dieser ein, zwei Jahre des Experimentierens dann meine eigene Erfahrung machen und immer wieder feststellen. Also ich hatte anfangs wirklich schweißnasse Hände. Jedes Mal die Frage, klappt es auch wirklich? Funktioniert es? Und es hat immer funktioniert. Es hat immer so funktioniert, dass ich gemerkt habe, jetzt macht's Klick. Ich verbinde mich mit diesem Feld und tauche dann ein in diese spezielle Musik und schenk im Prinzip demjenigen dann diese Möglichkeit, sich selbst da kennenzulernen und auch seine Potenziale herauszuhören. Und spannend war dann zu dem Ganzen, am Anfang kamen ja die Personen zu mir, als das dann die Hellseherin dann eines Tages auch gesagt hat, und du kannst es auch machen, wenn du nur ein Foto von dieser Person vor dir hast. Du brauchst den Namen und das Foto. Und das war dann, ich sage jetzt mal wirklich auch dann die Krönung zu diesem morphogenetischen Feld, wo ich dann, nachdem ich da auch wieder weiter experimentiert habe, festgestellt habe, ja, das funktioniert. Es reicht dieses Foto, es reicht der Name und ich kann mich einklinken, weil die Feedbacks, die ich dann zurückbekommen habe von jedem, der bei mir, es sind jetzt so fast über 500 Lebensmusiken, die ich komponiert habe, zeigt mir halt jedes Mal, ja, ich habe da genau getroffen. Für mich stellt sich noch eine Frage. Die Wahrsagerin,
wo du das erstmals gehört hast, warst du da schon ziemlich offen zu diesem Themengebiet auch? Ja. Ja, gute Frage. Also ich sage mal halb offen. Also ich hatte etwas Reiki-Erfahrung gehabt. Ich hatte mit einem Aromatherapeuten vielleicht so ein halbes Jahr vorher schon mal in einer anderen Schwingungsebene Musik komponiert. Also das war eine Musikproduktion gewesen für einen Aromatherapeuten. Und so hatte ich schon mal so erste Berührungspunkte gehabt mit meiner Art, Musik zu spielen oder zu empfinden und eben mit den Auftraggeber, die an mich dann auch schon da zu dem Zeitpunkt auch geglaubt haben und gesagt haben, nee, du bist der Richtige, du kannst hier für meine lichtschwingenden Farböle, so war das Produkt, die richtige Musik komponieren und du kannst dich da einfühlen. Also von daher gesehen, kannte ich schon so ein bisschen diesen Prozess des Einfühlens und des Komponierens aus dem, kann fast sagen, aus dem Moment heraus. Aber jetzt, in dem Moment, wo diese Hellseherin mir das so auf den Kopf zugesagt hat, da waren einfach noch 50%, die daran gezweifelt haben, die einfach gesagt haben, nee, also das kann ja nicht sein, dass ich, der sonst normalerweise nur Klavier spielt, jetzt auf einmal so eine Begabung hat. Also ich denke, so geht es wahrscheinlich sehr vielen, die auf einmal vielleicht schreiben oder malen und auf einmal jemand zu ihnen sagt, du malst irgendwie anders. Da steckt mehr dahinter, ja. Und so geht es wahrscheinlich vielen, die dann auch erstmal so ein bisschen, ja, ein Fragezeichen noch haben. Ja, Otto, du bist da ja irgendwann mal richtig dann auch durchgestartet. Und bei jedem Menschen, der irgendwann mal was anfängt, ne, gibt es ja Höhen und Tiefen. Und für mich meine Frage ist, gab es bei dir Schwierigkeiten beim Start, vor allem in der Öffentlichkeit? Ja, also es gab ja eine ganz, ganz spannende Geschichte, die sich jetzt sogar wiederholt hat. Also ich greife so ein bisschen vor auf das, was wir nachher für die Vision sprechen, weil mir da vor kurzem das Gleiche passiert ist. Aber zu deiner Frage, ja, es war wirklich so. Ich hatte ein Fernsehinterview schon aufgenommen gehabt, und zwar bei unserem lieben Joe Konrad bei Bewusst TV. Und war natürlich ganz aufgeregt. Es war eine halbe Stunde, so ähnlich wie wir jetzt am Telefon oder halt im Radio sprechen, war das dann eben im Fernsehen. Und er sagte mir, ja, das geht dann so in 2 Wochen auf Sendung. Und wenn es auf Sendung geht, dann kannst du dir vorstellen, dass da schon ein paar Leute das dann sehen werden. Ja, da ist man natürlich voller Freude, kommt man nach Hause, das war in Bremerhaven oben, und als wir dann nach Hause gekommen sind, hat dann der Blitz eingeschlagen und hat also wirklich sämtliches Aufnahmegerät, Computer, Boxen, also es war wirklich die gesamte Technik bis hin zur Telefonanlage war dadurch zerstört worden. Der Blitz hat also direkt ins Haus eingeschlagen. Und in dem Moment steht man dann schon mal kurz da und denkt sich, boah, jetzt geht's eigentlich mit dem großen Schritt in die Öffentlichkeit. Das war auch der erste Termin eigentlich, der öffentlich dann damals war. Und ich war ja komplett lahmgelegt. Es war keine Verbindung mehr da, kein Computer, gar nichts mehr. Und ich musste also dann innerhalb von 1 bis 2 Wochen, hatte ich ja nur Zeit, das alles wieder in Gang zu setzen, einen neuen Computer, neues Aufnahmegerät, und das war also sehr schwierig, muss ich sagen. Also da kommt man dann schon so an seine Grenzen, wo man sich also wirklich fragt, ja, ist das jetzt höhere Gewalt oder was heißt denn das? Und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ähnliche ist mir passiert, da kommen wir dann nachher nochmal drauf zu sprechen, zur Vision, ja. Das heißt, im Endeffekt waren damals durch den Blitzschlag alle deine Aufnahmen, was du schon erarbeitet hast, alles war weg, richtig? Ja, also da gebe ich jedem einen Tipp, der irgendwie in irgendeiner Form mit Computer arbeitet. Es ist immer empfehlenswert, Datensicherung zu machen zu dem damaligen Zeitpunkt. Das war jetzt vor 3, 4 circa Jahren. Da, ja, hatte ich einfach
das nicht gemacht, ja, das stimmt. Es waren wirklich Songproduktionen auch jetzt vom im normalen Bereich waren dann einfach weg. Ja, also war sehr schmerzlich, waren so ein paar gute Songs dabei, die dann einfach weg waren, ja. Ja, das sind Schicksalsschläge. Ich habe jetzt gerade auch ein Gewitter hier bei uns. Ich hoffe, dass das hier nicht jetzt auch noch so wird. Muss ich ja so ganz laut sagen, hier blitzt es mächtig und es war ja heute Ja, sehr heiß hier bei uns. ja. Du, Otto, bereits, weil soweit ich weiß, hast du 500 Lieblingsmusikstücke komponiert. Ja, Gibt es über da 500. gewisse außergewöhnliche Beispiele, wo ich jetzt sagen kann, was dich besonders betroffen hat? Oh, warte mal ganz kurz. Ich habe nämlich gerade gesehen, hier auf Mumble hat der Thomas geschrieben, es gibt ja Datenträgerrettungsfirmen bei Festplatten. Ja, Thomas, das gibt's wirklich. Wir hatten keine Chance. Ich war bei einer solchen Firma. Die Festplatte war wirklich komplett zerstört. Also dieser Blitz hat bei uns im Haus durch die Leitung durch alles zerlegt und die hatten keine Chance gehabt, diesen Datenträger zu retten. Also von daher gesehen, meine Empfehlung eben immer vorher Daten sichern. Okay. Danke, Thomas, für den Hinweis. Ja, deine Frage. Ach ja, genau, bei diesen 500 Lebensmusiken außergewöhnliche Beispiele. Außergewöhnliche Beispiele. Also im Prinzip ist jede so persönlich und es geht mir jedes Mal, wie soll ich sagen, es ist jedes Mal ein Ereignis, eine solche Lebensmusik zu komponieren, dass eigentlich jede Lebensmusik auch außergewöhnlich ist. Und natürlich erinnere ich mich jetzt vielleicht an die ein oder andere, zum Beispiel einen Jungen, also der war, ich weiß immer genau, so zwischen 10 und 12 Jahre ist eigentlich, kommt jetzt nicht so oft vor, weil meistens sind es doch eher dann Erwachsene. Aber er hatte das von seiner Mutter geschenkt bekommen und wollte das auch. Es ist immer ganz wichtig, dass derjenige auch bei einem Geschenk wirklich seine Zustimmung gibt und es war auch von ihm gekommen. Und diese Musik, die war wirklich etwas, ja, auch außergewöhnlich, sage ich mal. Für so einen jungen Menschen war da schon sehr viel Volumen auch da und war also eine richtige Sinfonie gewesen. Und spannend war, als er mir dann eine E-Mail geschrieben hat und hat er geschrieben, dass diese Musik sein Ich beschreibt ohne Ängste und Druck, so wie er eigentlich wäre und sein könnte. Und da weiß ich noch, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Ich dachte, so ein junger Mann schreibt jetzt schon, dass er schon Angst und Druck empfindet und wie er eigentlich sein könnte und wie diese Musik da ihn berührt hat in seiner Einzigartigkeit und zwar in, ich sage jetzt mal, in seinem reinen Wesen. Und so geht es vielen Erwachsenen, die, denkt, dir geht's vielleicht auch ähnlich, die einfach schon gewisse Schichten schon gelagert haben, hat einfach schon Erfahrung gemacht, auch leider nicht so schöne, und das überlagert einfach die Seele. Man hat wirklich so wie Zwiebeln eine Schicht nach der anderen. Und wenn man sich dann so auf den Weg macht, sich dann zu entdecken, dann muss man diese Schichten wieder abarbeiten. Und deswegen ist es dann bei Erwachsenen oft dann ein bisschen tiefgreifender und bis dann so durch die Musik diese Schwingung da wirklich zur Geltung kommt. Und von daher gesehen ist es ja auch ich sage immer gern, es gibt ein Muss in der Lebensmusik, weil sonst ist alles frei, man kann wirklich sehr viel selbst entscheiden, aber es gibt ein Muss und es sind 28 Tage, muss man diese Lebensmusik jeden Tag anhören. Weil nur dann hat auch diese Musik diese Chance, es hat was mit diesem Mondzyklus auch zu tun, in diese tiefen Schichten einzudringen, um wirklich diese reine Seele auch darzustellen, ja. Ja, das ist ja schwingend. Musik muss ja auch ankommen. So, also, ja, denke ich an Thomas Nordwest, der macht natürlich ganz anderes, an Hallmusik, ne, vielleicht bekannt für dich. Ja, Aber kenne ich ja. genau. Und der sagt ja auch, man muss diese Musik ein bisschen länger hören, wie nur 2 Minuten, damit Ja. die
Wirkung und so ist es bei dir ähnlich auch. Ich möchte ganz kurz die Zuhörer nochmal darauf aufmerksam machen auf der Homepage. Ihr könnt hier auch direkt mitreden und den Zugang findet ihr oben links. Möchtest auch du mitreden bei OKTalk, den Download-Bereich. Und der Otto hat für das Tutorial-Video, das Installationsvideo, auch die Musik gemacht. Und da danken wir dir nochmal hier offiziell. Jo, und gerne da. Komm mal, ich habe dir noch eine Überraschung geschickt, da kommen wir nachher noch drauf, ja. Ja, ich freue mich, ich freue mich. Ja, und natürlich das Skype-Telefon steht auch zur Verfügung. Die Leute können auch über Skype sich einwählen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr es hierher schafft zu uns. Otto, die Zuhörer wollen ja auch bestimmt wissen, wie komme ich zu deiner Musik? Richtig, genau. Also das Einfachste ist natürlich auf die Webseite zu gehen. Das ist die www.lebensmusik.net und da einfach mal ein bisschen zu stöbern, mal ein bisschen so reinzuspüren und dann, wenn jemand hier vor Ort ist, sagen wir mal hier im süddeutschen Raum, wobei ich auch viele Menschen habe, die schon von weit her anreisen. Der weiteste war wirklich von Hannover oben, also 700 Kilometer oder 600. Dann kann man auch, wenn man vor Ort eben das erleben möchte, direkt einen Termin mit mir ausmachen. Also auch per E-Mail dann einfach schreiben, bitte vor Ort. Dann schaue ich, wann ich Termine frei habe, dann macht man einen Termin aus. Oder, das ist diese andere Möglichkeit, über die wir vorhin schon gesprochen haben, ist einfach ein Foto zu schicken. Und es gibt es auch auf der Webseite, gibt es dann einfach die Möglichkeit, die Lebensmusik für sich zu bestellen per Foto. Und dann lädt man ein Foto hoch. Das Foto sollte nicht älter als 6 Monate sein, weil man möchte ja seine aktuelle Ist-Situation ja erleben und erfahren. Und dadurch wird dann quasi dieser Bestellvorgang dann ausgelöst und ich schreibe dann auch wieder zurück. Also da findet dann auch schon ein kleiner Austausch statt, bevor das Ganze dann umgesetzt wird. Momentan habe ich so eine Wartezeit von 3 bis 4 Wochen. Braucht es einfach, weil einfach andere Auftraggeber da sind, bis dann ich die Lebensmusik dann machen kann. Und mir fällt gerade noch eins ein zu der Frage, was du vorhin gestellt hast, zu diesen außergewöhnlichen Ereignissen. Spannend war, eine junge Frau, die hatte mir ein Bild geschickt gehabt und man hat auch schon auf dem Bild gesehen, dass sie wirklich sehr schwer in dem Prozess drin ist. Also es war also, ich sage jetzt mal, keine Freude herauszusehen. Und da war auch die Lebensmusik, war wirklich etwas, wo sehr viel aufarbeiten musste. Und schön war, als ich dann von ihr das Feedback bekam, sie hatte durch die Musik dann den Mut gehabt, ihre Gedichte zu veröffentlichen, die sie schon jahrelang geschrieben hat. Aber durch die Lebensmusik war dann auch ihr Selbstwertgefühl quasi so weit gestiegen, dass sie dann ihre Gedichte veröffentlicht hat. Und es war, glaube ich, ein halbes Jahr später, hat sie ihre zweite Lebensmusik bestellt und hatte mir natürlich ein neues Foto geschickt und auch das Foto sah dann schon etwas, ich sage jetzt mal wirklich freundlich, hat sich leichter angefühlt und spannenderweise hat sie dann kurz danach ihr Buch veröffentlicht. Also sie hat dann noch ein Buch geschrieben in dieser Zeit und hat dann auch wieder die Lebensmusik genutzt, um da nochmal tiefer einzutauchen. Ja, und es ist jetzt eine der ersten, die jetzt ihre dritte Lebensmusik bestellen. Jetzt ist es jetzt 2 Jahre her. Die ist jetzt gerade in Arbeit. Also wir haben letzthin sogar zum ersten Mal auch telefoniert. Also bisher war sonst der Kontakt nur über E-Mail gewesen. Und wir haben jetzt telefoniert und er hat mir ihr drittes Bild geschickt und so nach dem Motto, alle gute Dinge sind 3. Und ich freue mich jetzt schon auf diese Musik, weil sie hat wirklich ein Prozess gemacht. Und ich denke, es ist nicht nur wegen der Lebensmusik. Ich denke, es gibt so viele Menschen, die hier ihren Teil dazu beitragen, dass eben Personen, so wie jetzt diese junge Frau, einfach so auf ihren Weg kommen und auch in ihre Kraft kommen. Das hat mich sehr gefreut. Ja, das sind auch tolle Worte. Otto, es geht ja eigentlich in deine Arbeit tiefer herein. Und wenn ich da so diese Frau höre, da passiert ja etwas mit einem Menschen letztendlich. Und ja, ich denke, wir haben ja überall Energien, Felder, also Chakren auch. Wird da irgendwas mit beeinflusst? Ich gehe davon aus, dass da
sicherlich du mit Sachen der Chakren auch in der Arbeit sich vertiefst und damit arbeitest. Denn wenn ich das so höre, die Öffnung ist ja eigentlich die Öffnung des Spirits, kann ich es vielleicht so sagen? Ja, doch, kannst du so sagen. Ich denke, es hat sehr viel mit diesen Chakren auch zu tun, auch in der persönlichen Lebensmusik, weil man bekommt ja auch eine Analyse. Also ich bekomme wirklich auch Botschaften dann in der Musik und kann wie so eine Art Potenzialanalyse, es ist einfach so ein Überblick über etwas, was ich spüre in der Musik, wo dann auch mit den Chakren zusammenhängt. Also wenn jemand wirklich ein starkes Kommunikationschakra hat und es in der Musik sich auch zeigt, das ist dann auf E oder auf S, es ist so eine Tonfolge, dann ist es natürlich auch mit diesem Chakra verbunden. Und ich habe ja auch dann die Lebensmusik für die Chakren komponiert, also für diese 7 Hauptchakren, und wir hatten es ja auch in der letzten Sendung schön auch schon spielen lassen, weil für mich war damals der Impuls, als ich das gemacht habe mit diesen Chakren, dass ich dieses Herzchakra auch als Geschenk einfach weitergeben möchte, weil es heute in dieser Zeit oder schon eigentlich immer wichtig ist, sich für das Herz zu öffnen. Und es ist also für mich mit einer ganz großen Dankbarkeit, wenn ich das sehe, dass jetzt über 24.000 Klicks schon auf diesem YouTube-Video von dem Herzchakra drauf sind, wo ich einfach sehe, die Menschen, die wollen das wirklich. Und wir machen auch immer zu diesen Mondzyklen, gibt's ja immer dann diese multidimensionale Erweiterung des Herzens. Das klingt also sehr groß, ist auch sehr groß, weil hier verbinden sich wirklich die Menschen zur gleichen Zeit um 20 Uhr mit dieser Musik, und es gibt sogar schon einige, die sich treffen, die dann wirklich zu diesem Zeitpunkt dann wie so eine kleine Party machen und dann eben um 20 Uhr diese Musik starten, diese Herzchakra-Lebensmusik. Und ja, auch das ist für mich ein ganz großes Geschenk gewesen, diese Form, also vielmehr diese Chakren in eine Form, in die Musik zu bringen. Und auch das kann man auch gerne bei mir auf der Seite dann nochmal nachlesen, wenn das jetzt wirklich also intensiver interessiert. Ja, ich möchte es nochmal erwähnen, das Herz ist ja schließlich das, ja, unser Motor steht ja auch für Liebe, Vertrauen, Offenheit. Mein Herz kann heute verschlossen sein. Vielleicht gehen wir noch mal kurz drauf ein. Ich war beim Chiemgau-Treff gewesen, und da war der Berghausen da gewesen und hat auch über das Herz des zuen Herzes und des offenen Herzes auch gesprochen. Das Herz steht ja für vielerlei Dinge. Ja, auf jeden Fall. Ja, also da kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Das hast du alles sehr schön schon gesagt. Ja, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, wenn man dieses Herz auch von einer anderen Seite betrachtet. Ich finde, das glaubt kaum jemand, aber das Herz ist eigentlich das wichtigste, glaube ich, mit Organ, was wir haben in unserem Körper. Dein Video hast du schon bereits erzählt auf YouTube, was du ja in der letzten Sendung angesprochen hast. Du bist aber auch ein Stück weitergegangen und hast dich in deiner Arbeit auch auf einen anderen Weg begeben, der Engel. Und da möchte ich mal den Engel, den Erzengel Gabriel ansprechen, Raphael ansprechen. Richtig. Ja, der Raphael. Ja, also der, ja, noch kurz zu diesem Thema Engel. In dem Moment wusste ich natürlich schon, es wird da, ein kleines bisschen muss ich ausholen. Also ich war früher Ministrant in der Kirche, habe dann aber irgendwann mal, ist es mir verleitet worden, weil ich das System in dieser Kirche nicht verstanden habe, und somit hatte ich auch gar keinen Kontakt zu Engeln gehabt, oder also überhaupt das Thema war für mich erstmal ein ganz großes Tabu gewesen. Und nachdem ich dann eben diese 3 Jahre dann schon in der Öffentlichkeit die Lebensmusik gemacht habe, viele persönliche
komponiert habe, dann die Chakren, der nächste Schritt war, kamen vermehrt Menschen auf mich zu und fragten mich, ob ich denn nicht auch für die Energie dieser Engel eine Lebensmusik komponieren kann. Und da hatte ich natürlich erstmal ein ganz großes Aber, weil ich eben geprägt war durch diese Vergangenheit. Und ich musste mich da auch wirklich öffnen dafür und sagen, ja, ich möchte diese Engel einfach mal auch anders erleben und warum nicht auch durch eine Musik, weil da kann ich ja eintauchen, da kann ich ja spüren, ob da was kommt oder ob da nichts kommt. Also von daher gesehen war das dann schon auch ein ganz, ganz herzklopfendes Experiment, als ich dann mit dem Erzengel Michael angefangen habe und einfach dann diese Energie interessant war. Ich hatte mich vorher gar nicht groß interessiert, was das jetzt so ist und wer der Erzengel Michael ist. Es war einfach nur ein Impuls gewesen. Und im Nachhinein mit der Musik, mit dem, was da ausgelöst wird, und mit dem Gefühl, was ich selbst hatte, habe ich spüren können, ja, das passt zu dem. Und du hattest jetzt den Erzengel Raphael angesprochen. Der hat eine ganz andere Energie. Und so fühlt sich auch das Stück an. Ganz anders wie Erzengel Michael, weil die stehen ja für eine gewisse Energien eben, da kommen wir, glaube ich, auch gleich drauf zu sprechen, weil ich habe dir nämlich den Song rübergeschickt für den Erzengel Raphael. Und da geht es ja auch um das Thema Frieden. Und da bist genau. Du ja auch ein ganz, ganz großer Mann, der da hier ganz viel tut. Und ja. Dankeschön. Anders geht's ja nicht. Es bringt ja nichts, sich auf andere Energien reinzulassen. Was man sät, das erntet man. Und der Friede, die Liebe sollte eigentlich schon in jedem Menschen verhaftet sein und auch gelebt werden dürfen. Und jetzt auch, dass ja Frieden, die Friedensmahnwachen, die Friedensharmonie, sagt man auch dazu, sind ja auch Dinge, wo Menschen eigentlich mitdenken. Die Engel sind für mich Frieden einfach. Wenn ich an die Engel denke, an den Frieden denke, ja, dann kann man auch an Heilung mitdenken. Und dein Song heißt ja im Endeffekt von Erzengel Raphael für Heilung und Frieden ist der Song da und vielleicht magst genau. Du nochmal kurz richtig vorstellen. Ja, ich möchte ihn gerne vorstellen und wir haben es jetzt ja gerade ganz akut und ich bin ja. Ups, ja, kommt schon. Bin ich noch auf Sendung? Alle da noch? Ja, du bist da. Du bist da. Ah, okay. Gut. Dieser Frieden, ja, für den jetzt gerade auch die Mahnwachen gemacht werden, wo aktiv gemacht wird und mich begleitet dieses Thema schon seit bald 40 Jahre. Ich weiß noch, wie ich als 7-, 8-Jähriger die Tagesschau gesehen habe und immer dieser Gazastreifen dann auch kam und ich habe das nie ganz verstanden und jedes Jahr und ich habe dann immer weniger Fernsehen geschaut, bis zum heutigen Tag eigentlich dann immer mehr aufgehört, weil irgendwie habe ich gedacht, das machen die immer eine Wiederholung oder was ist denn da eigentlich los? Warum gibt's denn da immer, warum rappelt's denn da immer? Aber nicht nur da, sondern auf der ganzen Welt. Und das hat mich dann zum Teil schon auch sehr traurig gestimmt, muss ich echt sagen. Also ich musste dann auch manchmal Abstand einfach nehmen, weil ich innerlich einfach gemerkt habe, das macht mich auch wütend, ja, weil es kann doch nicht sein, dass jetzt so ein paar Menschen jetzt hier da das nicht wirklich auf die Reihe kriegen, miteinander das zu machen. Und von daher gesehen war das für mich jetzt auch der Anlass heute für die heutige Sendung, hier meinen Beitrag als Komponist, als Musikmedium hier zu machen und habe dir einfach diese Erzengel Raphael Musik jetzt gegeben, weil die steht einfach für heilende, klärende, reinigende Schwingung und unterstützt auch wirklich die Regeneration und die Heilung nicht nur in körperlicher Hinsicht, also nicht nur auf einem selbst, wenn man jetzt irgendwelche Gebrechen hat, sondern auch auf großen Ebenen. Also dieser Erzengel Raphael hilft auch bei Familiensystemen oder sogar Nationen. Und es ist jetzt einfach mal mein Beitrag jetzt hier zu euch, zu deinem Engagement in den Mahnwachen, jetzt hier die Musik vom Erzengel Raphael jetzt einfach laufen zu lassen. Es würde mich sehr freuen, wenn alle, die jetzt zuhören,
jetzt mal die 12 Minuten mal vielleicht einfach mal ganz runterfahren, mal auch die Augen schließen, mal nicht auf den Bildschirm schauen und einfach mal in die Musik von Erzengel Raphael eintauchen. Ja, dann sage ich mal Musik ab und viel Spaß.
Ja, Otto Lichtner. Der Song Erzengel Raphael. Otto. Schön. Wunderschön, und ich muss dich freischalten, Otto. So. Jetzt. Ja, sehr schön doch. Da fährt erstmal das System so runter, merkt man richtig. Also selbst bei mir, obwohl ich natürlich ein bisschen aufgeregt bin, was noch alles kommt noch heute, aber ja, es ist wirklich diese Energie für Heilung, für Frieden. Schön. Es wirkt richtig tief in mir. Also wunderschöne Musik zum wirklich loslassen. Ja, vielleicht mögt ihr auch mal was sagen, liebe Zuhörer. Kommt einfach rauf. Wie hat euch dieser Song gefallen? Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt dafür da, dass ihr auch langsam einsteigt. Wir freuen uns, wenn wir auch ein paar Stimmen von euch heute noch hören dürfen. Ja, und ich möchte ansonsten auf ein Thema nochmal einsteigen bei dir, von deiner Musikproduktion, Energiesymphonien. Ja, genau. Ja. Die Lebensmusik kann auch im kommerziellen Bereich ja auch eingesetzt werden. So ist es heute ja auch gang und üblich. Du komponierst für Firmen, Homepage und auch Filme. Ich frage dich mal, oder auch anderes. Jetzt hast du ja uns einen Musiksong gemacht. Und ja, wie sieht das aus? Den werden wir nachher gleich hören. Da gibt's noch was Schönes drüber zu erzählen. Ja, dadurch hat sich eben mein Feld noch erweitert, weil über die persönliche Lebensmusik heraus, über das, was wir jetzt mit den Chakren und den Engeln gesprochen haben, kamen auch, sagen wir mal, es war auf der einen Seite eine Idee da für Firmen oder auch für Einzelunternehmen, für Therapeuten, einfach eine spezielle Musik zu komponieren, die dann genauso, wie sie es auch haben möchten, einsetzen können. Und so ist zum Beispiel für einen Therapeuten eine Lebensmusik entstanden. Da können sogar noch weitere Instrumente noch dazukommen. Also es ist dann wirklich, trete ich quasi so eine Schwelle aus diesem ganz Persönlichen in dieses Öffentliche heraus, wo dann quasi die Schwingung des Auftragsgebers mit drin ist, plus dem, was diese Musik dann auch bewirken soll. Und interessant war jetzt, wie bei diesem Therapeuten, der einfach für seine Praxis eine Lebensmusik bekommen hat, die dann er einfach im Hintergrund immer spielen lässt. Und dadurch, wenn die Leute dann im Wartezimmer sind, mit seiner Energie. Also das ist wirklich dann seine persönliche Energie für das, was er seine Praxis macht, auch involviert ist. Wir haben zum Beispiel auch für etwas ganz anderem einmal eine Lebensmusik-Sinfonie komponiert, und zwar eine wirkliche Sinfonie für einen Karate-Verein, der Inhaber, also ein sehr integer Mensch, der war sogar persönlich dann hier und hat sich das eben alles angeschaut und war mit seiner Energie dann auch da anwesend. Und wir haben dann für diesen Karate-Verein, für diese Veranstaltung, weil es ist nicht nur es ist ein ganz besonderer Karate-Verein, muss ich dazu sagen, also sehr spirituell ausgerichtet, und er hat eine Sinfonie bekommen, die genau so dieses charakterisiert, die genau seine Schwingung und auch das Team und auch sein Verein da rüberbringt, und natürlich mit dieser Power, die man natürlich auch beim Karate dann braucht, um wirklich dann hier in diese Energie zu kommen. Und das hat auch riesig Spaß gemacht. Da sind dann wirklich Pauken und Trompeten noch dabei, und das ist dann immer toll, so verschiedene Projekte zu machen. Ich habe zum Beispiel auch für einen Einzelunternehmer, also wirklich aus einer Branche, wo man jetzt wirklich sagt,
So, jetzt haben wir ja sehr über Engel und Chakren und so gesprochen. Nee, das ist ein Unternehmer, der hat wirklich ein ganz normales, sage ich jetzt mal, normal, was ist schon normal, Business, und hat eben mich entdeckt irgendwie über, ich weiß nicht woher genau, und hat eben sich gewünscht, eine Lebensmusik für seine Homepage zu bekommen, damit seine Kunden sich wohlfühlen und bei ihm einfach dann sagen, ja, das wollen sie bei ihm machen. Und ja, und daraus ist entstanden, dass er erstmal seine eigene persönliche Lebensmusik bekommen hat, weil es geht um ihn. Wenn er eben mehr Kunden haben möchte, dann muss auch in ihm etwas einfach stimmen. Der Anziehungspunkt, der Magnet bei ihm muss passen. Und mit diesen Modulen haben wir dann quasi noch eine zweite Symphonie dann gemacht, die dann auf seiner Homepage dann einfach dann läuft und dadurch diese Wirkung dann auch hat. Ja, und ich bekam von dir den Auftrag für das Installations, ja, Tutorial auf YouTube, eine Musik zu kreieren. Und da können wir jetzt dann gleich in die Praxis gehen, weil das hat mir dann auch besonders Spaß gemacht, weil der erste Impuls war einfach der, all die Personen, die vielleicht sich ein bisschen schwer tun mit all diesen Computerklicks und wo muss ich jetzt hin und links und rechts und wie war das jetzt, wie komme ich denn da wirklich rein? Ist es ja ganz wichtig, da so eine Anleitung, so eine Bedienungsanleitung zu bekommen, die einfach zu verstehen ist und wo man sich wohlfühlt. Und diesen Wohlfühlcharakter, wollte ich einfach in dieser Musik herausarbeiten oder spüren, und ich habe wirklich intuitiv mich in deine Arbeit, in Okie Talk eingeschwungen und habe dann gesagt, okay, dafür mache ich jetzt gerne Musik, damit die Menschen, die dann hier sich noch mehr damit beschäftigen wollen, die wirklich in diesen Chatroom oder in diesen Talkroom einsteigen möchten, es leichter haben und mit dem guten Gefühl da reinkommen. Und wenn du magst, ich habe dir ja den Song nämlich geschickt gehabt vorhin, weil ich finde es nämlich interessant, den Song ganz ohne der Stimme, ganz ohne den Bildern einfach mal anzuhören, weil der relaxt einfach und der macht einfach Freude, den auch nur mal ohne Text anzuhören. Wenn du magst, kannst du den da mal laufen lassen. Gerne, machen wir das doch.
Ja, Otto, also ich bin hin und weg, wie gesagt. Also ich habe den Song gehört, gesehen, das Video, und da macht das richtig Spaß, einfach das Video zu schauen auch, und da, weil mir die Ruhe auch dadurch als ausstrahlt und die Melodie alleine. Also es ist ja heute auch gar nicht so einfach, glaube ich zumindest, eine neue Melodie erstmal zu finden, und das war eine Wucht einfach. Das stimmt. Ja, das Besondere daran ist auch bei all den Lebensmusik-Sinfonien, es ist alles in einem Guss. Also wir haben das jetzt sehr ausgefadet. Normal geht das Tutorial, das Bedienungsvideo geht ja über 9 Minuten. Und es ist für mich trotzdem der Anspruch, diese 9 Minuten live das einzuspielen. Also wirklich diese Melodie, die habe ich vorher, waren Intuitionen da, waren Impulse da, aber dann 9 Minuten das live einzuspielen und um wirklich diese Gesamtschwingung, wie ich sonst auch in meiner Arbeit immer wieder das wichtigste Punkt ja ist, auch in diesen Produktionen rüberzubringen und musste dann natürlich mit den Lautstärken und auch mit diesem Rhythmus das immer anpassen, weil ja die Sprecherin ja zwischendurch dann ja was sagt und da darf die Musik natürlich nicht zu laut sein. Die muss dann wieder ein bisschen nach hinten treten und wieder nach vorne. Also so ein Zwischenspiel zwischen der Sprecherin und den Pausen dann herstellen. Also es ist dann schon eine, weil ich kenne eben einige Kollegen, die jetzt irgendwie schon eine geniale Melodie haben, aber die schneiden dann halt einfach, da wird das Ding halt dann so ein Loop gesetzt oder eine Schleife gesetzt und dann wird das halt 5-mal hintereinander gesetzt und dann ist der Song dann relativ schnell zusammengebastelt. Das findet bei mir eben nicht statt. Also bei uns, weil wir haben noch andere Musiker, die eben mitmachen, je nach Aufwand. Wir gehen wirklich komplett mit unserer Energie in so eine Produktion rein. Und halten die auch von der ersten Sekunde bis zum Schluss des Stücks. Und wenn es 12 Minuten sind, wie bei der Hymne, dann sind es 12 Minuten, wo da einfach diese Energie dann auch spürbar wird, ja. Wie kann man sich das denn vorstellen? Bist du da am Klavier gewesen? Hast das erstmal aufgezeichnet? Oder war das ein Computer? Also ich denke mir, du spielst ja eh Klavier, und ja, das interessiert mich auch. Ja, also das ist so, muss man überlegen, wie war es bei der Produktion. Also ich hatte ja von dir das Video bekommen, da hatte ich ja dann eben die Bilder immer gehabt und auch den Sprecher und das lief dann quasi auf dem Bildschirm, so dass ich sehen konnte, wie lang das immer geht und wann so Pausen sind und habe dann diese Melodie eben bekommen und habe dann so, sagen wir mal, so ein bisschen rumexperimentiert. Es ging so 1, 2 Tage immer mal wieder mal dran gesetzt und habe so reingefühlt, ob das passt und habe dann in dem Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt Aufnahme, den roten Knopf gedrückt bei meinem Aufnahmegerät und habe dann zu den Bildern, die ich von dir hatte, dann einfach das Klavier gespielt, komplett durch die Melodie, eben mit diesen, ja, Sequenzen halt eben. Und als das fertig war, kamen dann die anderen Instrumente dazu. Da kam dann der Rhythmus und ein Sound noch, der dann über einen Synthesizer dazu kommt. Das ist dann auch nochmal so eine intuitive Geschichte, den richtigen Sound auch noch dafür zu finden, dass das harmonisch dann auch klingt. Und so ist dann so Stück für Stück dann der Song dann entstanden. Und da ist dann schon auch Zeit und Engagement drin, ja. Es ist dir mehr als gelungen, und man hört Dankeschön. jetzt, ja, man hört auch heraus, wie aufwendig und zeitaufwendig das ist. Also das muss man auch mal versuchen zu schätzen, zu lernen, denn Musik muss man auch erstmal, ja, das nach außen tragen, und man hört, dass wirklich, dass da ein ganzes Stück Arbeit dran sitzt. So sehe ich das. Ich schwenke mal ein bisschen weiter rum, wenn wir dürfen, wenn wir Ja, dürfen. gerne. Du hast am Anfang der Sendung gesagt, dass du uns auch noch mal was mitteilen wolltest. Es geht um eine Vision, die du da hast. Und ja, ich möchte es mal so sagen, ja, eine Vision, die zum Umsetzen da ist. Was ist das für eine Vision, und wie kam es zu deiner Vision? Jetzt bin ich ganz gespannt, was du uns vielleicht verraten magst. Ja, also
Eben wie gesagt, Vision klingt ja immer sehr, sehr groß und man fragt sich dann auch, ja, wann kommt denn so eine Vision auf einen zu? Also wie kriegt man denn eigentlich eine Vision? Und ich hatte schon viele Monate eigentlich mir immer gewünscht, dass ich es mal schaffe, morgens, also wirklich, nachdem ich meine Kinder so in die Schule und in den Kindergarten bringe, dann noch die Zeit mir zu nehmen, zu sagen, so, und ich gehe jetzt laufen. Ich gehe jetzt einfach im Wald einfach gehen, einfach so dieses sportliche Betätigen. Also ich bin jetzt kein so ein super sportlicher Typ sonst. Und da war an diesem Tag, das war genau der 1. Juli, also ist noch gar nicht so lang her, war eben dieser Impuls da, jetzt laufe ich. Und während ich so laufe, hat sich wirklich so ein Gedanke so eingeschlichen, der gesagt hat, so, ich wünsche mir jetzt heute eine Vision. Und ich bin noch mit diesem Gedanken weitergelaufen, denke, also es ist ja schon lustig. Jetzt hast du es endlich geschafft, einmal hier mal deinen Körper zu bewegen und läufst und jetzt willst du auch noch eine Vision haben. Also das ist natürlich schon ganz schön viel. Und hab den Gedanken dann halt so sein lassen und komm dann in eine Stelle, das ist so in dem Wald, eine Waldlichtung, also sehr, wirkt sogar sehr mystisch und da steht ein Bienenhaus und ein recht großes Bienenhaus und ich bin da halt so neugierig, guck da mal, was die da so machen. Und da waren so ein paar Bienen, so vereinzelt schon mal gestartet da in diesem Sommermorgen. Und sehe dann, dass ein Stück weiter vorne nochmal drei Bienenkörbe, also die sind so 1,50 Meter hoch, stehen. Also wirklich so wie man kann zwar sagen, so an der Front direkt da an der Wiese, wo es dann richtig abging. Bin dann hingegangen, habe mich da daneben gestellt, also wirklich so eigentlich so ein paar Zentimeter nur neben den Öffnungen von den Bienen und habe da einfach mal zugeschaut, was die da so machen. Und das sind wirklich 12 Bienenvölker nebeneinander. Und ich sage jetzt mal, wir haben vorhin über den Frieden gesprochen, die wirklich friedlich hier starten und landen. Das ist ein Kommen und ein Gehen, ein Gewumsel und trotzdem alle wissen genau, wo sie hin müssen und fliegen und starten. Und ich guck dazu und bin da so richtig in diesem Beobachten versunken und in dem Moment kam so, ich sage jetzt mal wirklich wie so eine Welle, der erste Teil dieser Vision. Und ich habe das übertragen auf uns, auf die Menschen, auf die Menschen, die da vorne, ich sage jetzt gerne nochmal das Wort Front, an der Front sind und ihren Beitrag leisten, dass unsere Welt wirklich besser wird. Und da nehme ich alle, da nehme ich dich, Klaus, da nehme ich den Michael Vogt, da nehme ich all die Therapeuten, all die Journalisten, die aufdecken, was gerade Sache ist, all die Leute auch im kleineren Bereich, die wirklich in der Familie einfach nur dabei sind, mit ihrem ganzen Bewusstsein etwas Gutes zu tun. Und habe so wirklich das sehen können, wie viele Menschen da schon wirken. Und spannend war, dass dann gleich danach so eine zweite Welle kam, dieser Vision, und ich das wirklich fühlen konnte, weil es mir selbst auch manchmal so geht, weil ich denke, hey, es sind zum Teil trotzdem alles Einzelkämpfer. Viele, die arbeiten, machen, geben Seminare, machen und haben manchmal trotzdem das Gefühl, irgendwie, oh, also ich bin manchmal doch auch alleine mit dem, was ich tue. Was ist denn das für ein Gefühl? Und in der dritten Welle, das war alles so innerhalb von diesen 15 Minuten, wo ich das beobachtet habe, kam dann dieser Visionsgedanke, wie wäre es, wenn man diesen Menschen einfach mal Danke sagt, sich wirklich bedankt bei all diesen Menschen, die so aktiv dabei sind, hier etwas Gutes für die Welt zu tun. Wie wäre es, wenn diese Menschen in dem Fall war das bei mir ganz, ganz, ja, wie wenn ich schon in der Hand habe, eine Lebensmusik der Dankbarkeit bekommen. Wenn alle eine Musik bekommen mit der Energie der Dankbarkeit. Und ich musste dann, ich habe Tränen in den Augen gehabt, einfach diese Vorstellung, wie fühlen alle die Menschen sich, wenn sie auf einmal also bedankt werden für das, was sie tun, für diesen Einsatz, den sie machen. Und eben diese Idee hat mich dann nicht mehr losgelassen. Also das hat mich wirklich
verfolgt. Ich konnte dann gar nicht mehr richtig nach Hause laufen, weil es war wirklich etwas, was dann gewachsen ist. Und ich bin jetzt so ein Mensch, der gern auch mal Ideen hat und auch gerne mal drüber spricht, aber es war irgendwie spannend, weil es war fast wie etwas Heiliges, weil ich habe nicht mal meiner Frau etwas davon erzählt. Ich habe wirklich für mich gesagt, ich musste erst mal drüber schlafen. Vielleicht war das ja auch nur irgendeine Idee und vielleicht ist da gar nicht so viel dahinter. Hab dann darüber geschlafen, habe am nächsten Morgen gedacht, so, jetzt sag ich's und hab gemerkt, nee, ich muss nochmal in mich reinspüren. Wer will denn so etwas? Wer will so eine Vision umsetzen? Was ist der Hintergrund? Kommt es wirklich aus dem Herzen? Und hab dann eben nochmal eine Nacht drüber geschlafen und hab dann am Tag darauf angefangen, meiner Frau, meinen Freunden einfach mal davon zu erzählen, was das für eine Vision ist, was es bedeutet, wenn wirklich jeder, und das ist das Interessante, das geht ja dann sogar weiter, jeder hat die Möglichkeit, sich auch zu bedanken. Jeder kann so eine Dankbarkeitsmusik dann bestellen und kann die jemanden schicken mit dem kurzen Grußwort dazu und sagen, hey, danke, dass du da bist. Es kann auch die Nachbarin sein, die immer freundlich ist, die immer die Blumen gießt und die einfach total liebevoll ist, ihr wirklich mal von Herzen so eine Musik zu schenken und Danke zu sagen. Und dieses Gefühl habe ich dann so eben meinen Freunden und dann den nächsten Menschen, die mir nahestehen und auch die mich beraten in meiner Arbeit mitgeteilt. Und es war spannend, wie das Echo immer größer geworden ist. Auch unser Musikerkollege konnte gleich in diese Thematik einsteigen. Und ja, das ist jetzt mal der Anfang der Vision und hat sich aber jetzt schon fortgepflanzt. Also es sind schon Menschen jetzt aktiv mit dabei, diese Vision Wirklichkeit zu werden lassen. Jetzt bin ich mal gespannt, was macht es denn mit dir, Klaus, wenn ich von dieser Vision erzähle? Ja, eine ganze Menge macht das schon mit mir. Also du hast das Bienenvolk angesprochen, viele verschiedene Bienenvölker Ja. und die leben was vor, vergleiche ich wieder mit Mensch. Ja. Und du hast eigentlich die Menschen benannt, die oft Vorträge machen und nach außen gehen. Ich nenne sie die Pioniere, eine Ja. Pioniersarbeit. Und es ist ganz wichtig, dass sie auch ihre Energien von uns bekommen und durch Dankbarkeit bringt das einen Energiestoß. Das macht mit mir ganz, ganz viel. Ich sage für mich, ich muss weitermachen und ja, und dieses Dankbarkeit, das Gefühl, ja, es ist einfach ein wohliges Gefühl. Es macht Spaß und Freude, wenn man einen Menschen hört und dieses auch schätzt. Man bekommt zwar auch immer wieder toller Vortrag und das Ganze, aber speziell jetzt mal auf das einzugehen, die Dankbarkeit auch zu leben und zu erzählen, das ist ein wunderschönes Gefühl auf jeden Fall. Also interessant ist ja unser Schlagzeuger, der hat dann immer so, der bringt es immer so nett rüber. Der hat dann gesagt, der hat dann, also der kann auch wirklich diese Vision schon weiter sehen, weil er gesagt, ja, stell dir mal vor, der Bürgermeister jetzt von der Stadt, der einfach ein guter Bürgermeister ist, der macht wirklich einen ganz, ganz tollen Job und der steht hinter seiner Mannschaft auch. Der bekommt jetzt auf einmal nicht nur eine, zwei oder drei, sondern auf einmal fünf, sechs, sieben solche Dankbarkeits-CDs aus verschiedenen Richtungen. Der wird erstmal so denken, hä, was ist denn das hier? Wird seinen Kollegen fragen, du sag mal, hast du auch so eine CD bekommen? Der, nö, also ich noch nicht. Und wird dann vielleicht dann mal reinhören, denken, was ist denn das für eine Musik? Nur Klaviermusik, was geht denn da? Und wird aber dann, nachdem er dann die achte, neunte und zehnte CD schon geschenkt bekommen hat, weil einfach viele Menschen ihm ja auch Danke sagen wollen. Also spätestens da wird etwas weiteres passieren, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht wirklich erfassen können. Das ist jetzt mal nur so ein Beispiel gewesen, dass jetzt so unser Schlagzeuger, der Jörg, da als weiteren Punkt eingebracht hat, was das alles auslöst. Und spannend ist ja, ich habe dann angefangen zu recherchieren im Internet was über Dankbarkeit. Also
Natürlich gibt es jetzt in den Religionen gibt es schon lang Dankbarkeit, auch viele Jahrhunderte, aber es ist wirklich so psychologisch untersucht worden, ist es erst so, bei Wikipedia steht es eben so drin, 2000, im Jahr 2000 wurde wirklich erstmal die Aufmerksamkeit in diesen übertragenen Sinn auf die Dankbarkeit gerichtet. Und das hat mir dann etwas zu denken gegeben, weil Dankbarkeit wiederum eines der größten Energien ist, die wir Menschen jemandem geben oder auch bekommen können. Und auch im Geben erzeugt Dankbarkeit, wenn wir wirklich jetzt anfangen, uns bei 10 Menschen damit zu bedanken, dann löst es in jedem der diese 10 oder 20 oder 30 Menschen sich bedankt, da löst es bei dem etwas aus, der sich bedankt und natürlich bei denen, wie du es vorhin gesagt hast, die etwas bekommen. Also es hat eine ganz, ganz, ganz große Wirkung und ja, ich habe, glaube, in einem Zitat steht es drin, Cicero hat gesagt mal, Dankbarkeit ist eine der größten Tugenden, steht über allen den Tugenden, die es gibt und ich finde, es ist jetzt an der Zeit, wirklich die Dankbarkeit auch unter all die Menschen zu bringen, denen wir den Dank aussprechen möchten. Ja, und da hast du das Beispiel des Bürgermeisters genommen. Du Ja. kannst auch das Beispiel der Nachbarin oder des Ja, Nachbars nehmen klar, und logisch. das aufeinander zugehen. Und Ja. das ist ja das, was wir, so glaube ich, in den letzten, sagen wir, Jahrzehnten ziemlich vernachlässigt haben. Man sieht es ja auf der Straße, aber auch diese Leute einfach mal vielleicht zu sagen, danke, ne, dass du mir geholfen hast, oder einfach auch mal unverhofft darauf hinzugehen, hey, geht es dir nicht gut? Das sind auch solche Ja. Dinge. Und da hast du eine ganz tolle Saat schon mal herausgegeben. Mir fällt auch die Daniela Seinitzer ein. Das ist ja seelenlieder.at, ne? Und die macht ja auch den Dankbarkeitssong. Danke, dass es dich gibt. Ja, Ne? genau, Also. ja. Ja, diese Vision kann jetzt eben auch noch größere Ausmaße annehmen in dem Moment, wo sich Menschen vernetzen, um diese Vision auch Wirklichkeit werden zu lassen. Also es sollen ja auch Dankbarkeitskonzerte stattfinden. Jetzt du hast diesen Song angesprochen. Hier besteht die Idee, noch einen eigenen Song, also jetzt unabhängig von der Lebensmusik, die die Schwingung der Dankbarkeit hat, sondern wirklich diesen Song, um den nach außen zu transportieren, um überhaupt mal aufmerksam zu machen, wo in dem Song viele verschiedene Musiker, sei es Unbekannte oder Bekannte, ihr Ich danke dir oder I thank you oder in den anderen Sprachen mitsingen, so dass hier schon mal eine Vernetzung der nicht nur der Musiker, sondern der Menschen, die damit sich beschäftigen, stattfindet. Und da habe ich bei mir selbst etwas ganz Spannendes festgestellt, weil wenn man jetzt so seine Arbeit macht, auch als Musiker, oder dann hat man natürlich jetzt in unserer Gesellschaft, so wie wir auch reingewachsen sind, reingeboren sind und schon seit Jahrhunderten von Jahren erleben, gibt es ja immer diesen Leistungsdruck, diese Konkurrenz und auch das ging bei mir auch nicht spurlos vorbei. Also ich hatte oft Situationen, wo ich dann auch gedacht habe, okay, wenn man ein Plakat sieht von jemandem, der irgendwo ein Konzert hat, dann war da nicht gleich Freude da, sondern da ist auch ein bisschen Neid da und Konkurrenzdenken, so nach dem Motto, ja, warum spielt der da jetzt und ich nicht? Also ich denke, das ist eigentlich auch etwas, wo man sich selbst mal anschauen muss. Und ich habe in dem Moment, wo ich mir vorgestellt habe, ich sag diesem Musiker, also jetzt ich als Musiker sag dem anderen Musiker einfach Danke, dass er mit seinen Songs, seinen Texten auch dazu beiträgt, hier diese Welt wirklich in eine Liebe, in eine Harmonie zu bringen. In dem Moment ist mir das total leicht gefallen, wo ich dachte, ups, ich habe da gar kein Konkurrenzdenken mehr, sondern es ist ein Miteinander, ein Vernetzen. Und so kann jeder in seinem Bereich, in seinem Beruf, in seiner Tätigkeit, die er macht, auch auf seine Kollegen, auf seine
seine, ja, sag jetzt mal wirklich Konkurrenten zugehen und sagen, hey, danke, dass du das auch machst und dass wir, wenn wir uns vernetzen, können wir vielleicht noch stärker etwas bewirken. Und eben in dem Sinn soll es dann auch noch mehr Öffentlichkeitsarbeit dann geben, auch eben mit Konzerten. Wir brauchen eine riesen Logistik, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, weil es soll auch wirklich ein Zeichen gesetzt werden. Es soll wirklich starten mit einer großen Menge an Dankbarkeits-CDs, damit viele Menschen darauf aufmerksam werden und sagen, hey, was ist denn das? Was passiert denn hier eigentlich? Ja. Ja, du sprichst vor allem die Gesellschaft an. Eine Dankbarkeit fängt für mich aber auch schon im Privaten an, also auch mit dem Partner, was ja auch oft vergessen wird. Ja, also man lebt so in den Trott hinein, aber sich das bewusst zu machen, schön, dass es dich gibt, so in der Art, das sollte man sich vielleicht öfters auch hervorheben, so empfinde ich. Das stimmt, Klaus, ja. Also ich habe jetzt mit meiner Frau da dann sehr engen Austausch in allem, weil wir arbeiten zusammen, wir machen zusammen Musik und da sprichst du auch den Alltagstrott an, da gibt's noch Kinder, da gibt's die Herausforderungen noch, sei es auch Finanzamt oder was auch immer. Und da hast du vollkommen recht, ja, genau da sind die Punkte, wo wir auch ansetzen müssen, um wirklich hier mal dieses Gefühl von Dankbarkeit zu vermitteln. Und es fängt, wie du richtig sagst, es fängt beim Kern, bei der Familie, bei den engsten Freunden, da fängt es genauso an, ja, richtig. Ja, und das ist ein großes Thema der Dankbarkeit und ja, sich darauf einzulassen und das mal bewusst zu machen, statt das Gegenteil, das Lügen, das Betrügen, das Egozentrische. Das ist ein Gefühl, was jeder weiß, wie es sich anfühlt. Und bestimmt fühlt sich das nicht wirklich gut an. Und die Dankbarkeit hat was auch mit Ehrlichkeit zu tun. Denn was bedanke ich mich, wenn ich eine Lüge habe? Das passt nicht zusammen. Und das sind einfach Dinge, die der Mensch versuchen sollte, für sich auch dementsprechend zu unterscheiden. Was nehme ich für mich persönlich an? Und dann die Dankbarkeit ins Gesicht zu schauen, ist was ganz Tolles. Wertvolles, ja. Ja, Ja, jetzt müssen wir gerade auf die Uhr schauen. Otto, ich würde mal sagen, dass wir die Leute doch nochmal animieren da unten. Da ist ja noch nicht heute einer hochgekommen. Eigentlich schade. Nee, ich hätte Ja, ja ich gerne denke, mal was gehört. jetzt wäre das ja auch der richtige Zeitpunkt jetzt, also wirklich, weil es geht ja wirklich darum, wir sind ja gerade auch dabei, ein Team zusammenzustellen, um wirklich diese große Vision auch umzusetzen. Also es ist ja, man braucht eben auch wirklich viele, die da auch mitmachen, also die sich auch berufen fühlen, dafür für ihr Talent, ihre Berufung einzubringen. Also ich habe jetzt mal, wir haben jetzt mal schon mal eine Liste angefangen, weil es gibt schon ein kleines Team, es hat in der Schweiz im Prinzip angefangen. Aber vielleicht sollte man einfach vorher noch ein bisschen Musik laufen lassen. Oder was meinst du, Klaus? Einfach nur mal kurz zum Mut machen, zum Reinkommen hier. Ja, vielleicht möchte auch der ein oder andere sich aktiv jetzt noch beteiligen. Was meinst du, Klaus? Ja, ich würde sagen, dass wir einfach mal noch einen Song einspielen und dann werden wir doch mal die Leute einfach hier hochholen. Mal gucken, vielleicht ist dann noch der ein oder andere Na. bereit, auch vielleicht doch mitzureden. Genau. Und der nächste Song heißt Gefühlsecht. Wenn Ja, ihr der heißt Turn, 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 ist also von uns, komponiert. Und das Interessante ist, im Text geht es um Turn the water into wine. Also da greift es natürlich auf eine ganz alte Geschichte zurück. Ich will jetzt den Namen gar nicht nennen, aber diese Möglichkeiten, die man hat, turn, 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 wirklich etwas zu bewegen, etwas zu verändern. Und den finde ich eben sehr passend jetzt, um jetzt so hier, für mich ist es ja, bin ganz, ganz nervös hier. Es ist ja das erste Mal, dass ich wirklich in der Öffentlichkeit jetzt über die Vision spreche.
diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Deswegen Turn, 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 ja, also sind alle eingeladen dazu, mitzumachen und etwas dran zu ändern, ja. Ich glaube, jetzt sind wir richtig wach. Und weißt du, Otto, mir kam sofort eine Frage. Das ist ja wahnsinnig tolle Musik. Ne? Und warum hört man so eine Musik von dir nicht öfters in den verschiedenen Radiosendern? Ne? Das ist eigentlich ein No-Go, finde ich. Ne? So tolle Musiker gibt es auf dieser Erde. Und irgendwo hört man immer ziemlich das Gleiche. Oder wie siehst du das?
Oh, da triffst du mich genau auf den richtigen Nerv, weil die Frage stellen wir uns natürlich auch selbst oft. Ich würde jetzt einfach mal sagen, nachdem wir jetzt schon viele Jahre einfach diese Musik machen und immer wieder von Menschen, so wie du jetzt auch, diese Reaktionen hören, müssen wir jetzt einfach uns eingestehen, wir als Musiker haben einfach nicht die Fähigkeit, uns wirklich richtig zu vermarkten oder nach vorne zu bringen, weil das bedarf einfach nochmal einer anderen Qualität. Da müssen Menschen da sein, die sagen, hey, ich finde es gut, was ihr macht, und ich mache meinen Job. Ich bin vielleicht Konzertveranstalter oder ich bin PR-Berater oder ich habe einfach das Know-how, wie kommt so eine Musik jetzt auch weiter? Wie kommt es überhaupt weiter? Und natürlich steht man da so ein bisschen im Zwiespalt. Wir kennen einige Geschichten, wo dann einfach dann die ganz großen, sage ich jetzt mal, die leider jetzt immer größer werden, also Verlage oder die, da muss man dann halt einen 12-seitigen Vertrag unterschreiben und verliert damit so auch ein bisschen seine eigene Identität. Und wenn die dann nachher sagen, hey, damit ihr besser rüberkommt, müsst ihr jetzt silberne Hosen anziehen, dann steht es sogar im Vertrag mit drin, dass man dann nachher silberne Hosen anziehen muss. Also das ist die andere Seite. Und da einen Weg zu finden, da authentisch zu bleiben mit dem, was wir machen und trotzdem die Möglichkeit haben, da sind wir jetzt auch dran, wirklich die richtigen Partner zu finden, die richtigen Partner, die sagen, hey, das ist gut, was ihr macht. Und wir machen unseren Job. Wir haben die richtigen Kontakte. Wir sind bei den Radiosendern. Wir können euch auch ins Fernsehen bringen. Aber wir wollen euch auch authentisch dahin bringen. Und ich denke, da liegt der ganz große Schlüssel. So jemand zu finden, der ganzheitlich also schon denkt und spürt und vom Herzen aus das macht und nicht nur einen Versuch da irgendwo reinzupressen oder dann nachher vielleicht die schnelle Kohle damit zu machen. Also es sollen ja auch alle gut verdienen dabei, ganz klar, und da freuen wir uns selbst auch darüber. Aber es muss alles auch authentisch und vom Herzen zu sein. Und ich glaube, da ist die Luft noch etwas dünn. Und ich nutze einfach jetzt hier die Möglichkeit, auch deine Frage. Ich danke dir sehr gern dafür. Das jetzt hier einfach hier jetzt in den Äther rauszuschicken. Wer also hier sich berufen fühlt und mehr von uns wissen möchte, wer von mir, der darf gerne Kontakt aufnehmen und da eben ja seins mit einbringen, seine Fähigkeit, und dann findet man auch eine Lösung, wie man da gemeinsam weiterkommt. Dankeschön, Klaus, für diese Anregung. Gerne, gerne. Ja, es ist ja auch ein wichtiges Thema, so sehe ich das auf jeden Fall, weil, wie gesagt, es gibt viele Menschen, ja, es gibt einmal die Verträge, die du gerade angesprochen hast, und die vielen Musiker, die mir schon immer wieder begegnen, wo ich immer sage, meine Güte, warum dürfen die oder warum sind sie nicht mehr in der Öffentlichkeit? Da fallen mir immer so viele Musiker halt auch ein. Und ich finde, das ist doch eigentlich, ja, recht will ich nicht sagen, aber ein Weg, den jeder Musiker gehen darf. Und jeder Mensch sollte doch die Möglichkeit haben, selbst für sich zu entscheiden, was ein guter Musiker ist oder nicht. Ich muss nicht alles lieben, aber wir lieben ja immer nur das, was über die typischen Sender kommen. Und das sind immer Ohrwürmer, die Tag für Tag immer abgenudelt, so empfinde ich es zumindest. Dabei haben wir so vielseitig die Musik, Otto. Und das würde ich mir sehr viel mehr wünschen, dass man da sich mehr öffnet. Ja, also da darf auch ein Umdeckungsprozess stattfinden, und ich möchte auch so diese Spanne auch zu dieser Dankbarkeitsvision auch machen, weil ich finde, ich habe mir eben, also ich bin wirklich auch diesen Prozess jetzt auch gegangen, weil ich immer wieder mir die Frage gestellt hat, wie viel kommt da vom Herzen? Wie viel ist auch in dieser Dankbarkeitsvision? Oder steckt da noch irgendwas, was dein Ego will? Ob da noch irgendwie so eine alte Struktur dahinter ist, die unbedingt irgendwas erreichen möchte? Und das ist so, es ist nicht immer einfach,
hier auch schon in solchen Fragen sehr authentisch zu sein, wo ich vorhin eben diese Marketingleute angesprochen habe, wie authentisch können die sein, um jetzt einen guten Musiker in die Hand zu nehmen? Und wenn ich jetzt mich persönlich nehme mit dem, was wir machen, mit unserer Musik, freuen wir uns natürlich auch über diese Vision, auch dann natürlich eine Möglichkeit zu haben. Und das ist meiner Meinung nach auch authentisch, weil es würde nicht stimmen, wenn ich sage, nein, ich mache das nur für die Dankbarkeit. Es ist so nur pathetisch und nur der Frieden und nur die Liebe, weil so weit sind wir noch nicht. So weit ist die gesamte Menschheit noch nicht. Und weil sonst würde es alles ganz anders laufen. Und hier glaube ich, ist es ein ganz, ganz feiner Grat. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir gute Berater haben, die uns jetzt in dem Sinn beraten, wie wir sind, sage ich jetzt mal, also wo immer so ein Spiegel auch da ist und die uns und mir auch helfen, hier diesen Weg in der Vision auch immer authentisch zu gehen, dass es auch immer stimmt, weil nur dann können ganz viele Menschen da auch mitmachen, weil jeder sich dann auch wohlfühlt und jeder sagt, ja, ich mache damit. Ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass das mehr wird. Und dann kommt jetzt genau deine Frage zum Zuge. Dann möchten wir all die Musiker auch mit einladen, eben bei diesen Dankbarkeitskonzerten mit Musikern dann eben auf der Bühne zu stehen und ein Dankbarkeitskonzert zu machen, zu veranstalten. Und da genau diese Musiker auch auf der Bühne zu haben, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, ja, und dann da gemeinsam einen Weg zu finden. Ja, ich wünsche vielen Musikern, dass sie auf jeden Fall mehr Gehör bekommen, unter anderem natürlich auch deine Musik, dein Tun und dein Machen und natürlich auch, ich sage auch wieder, die Daniela Seinitzer natürlich, ne, weil sie hat ja auch sehr tolle Musik in Form auch der Texte, des Bewusstseins. Und die Menschheit ist, wie du sagtest, wirklich noch nicht so weit, sonst würde sie ja jetzt schon anders leben. Aber ich sehe Ansätze der Öffnung und Menschen sehen auch eine Veränderung. Also ich spüre das und ich empfinde das und sehe das auch, dass die Menschen schon offener, so denke ich, werden. Oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das ja in der Zusammenarbeit und ich nehme jetzt mal als Beispiel unseren Schlagzeuger, der Jörg, als ich ihm von der Vision erzählt habe und er, das war über Skype, haben wir wirklich am Abend eine Stunde haben wir darüber gesprochen und ich habe gesagt, du, jetzt schlaf einfach mal darüber und dann schauen wir mal, was passiert. Und ganz interessant ist jetzt bei ihm war das jetzt dann zu spüren, was es schon ausgelöst hat, auch an Feedback über dieses Thema, weil er hat dann etwas, was er schon wochenlang eigentlich vor sich hingeschoben hat. Es ging darum, sich zu vernetzen. Also er hatte auch diesen Vernetzungsgedanke. Ich möchte gerne mit den Menschen meiner Region mich vernetzen, hat aber einfach noch nicht den Mut gehabt, jetzt zu sagen, den rufe ich jetzt an, ja. Und er hat wirklich in dieser Woche hat er Telefonanrufe getätigt und er hat auf einmal gedacht, was er sich noch so schwierig vorgestellt hat, das, was du gerade gefragt hast, es ging ganz leicht. Die Leute haben gesagt, oh toll, dass du anrufst. Ja, gern, wir setzen uns mal zusammen. Und damit, da möchte ich auch auf den Punkt drauf zu sprechen zu kommen, was es ausmacht, wenn die Teammitglieder hier in dieser Dankbarkeitsvision mitmachen. Also es kommt da so viel zurück, dass man jetzt gar nicht messen kann. Also hier kann man nicht jetzt sagen, wenn einer da jetzt mitmacht, dann bekommt er das und das, sondern es passieren Dinge, die genau, was du sagst, mit dem Öffnungsprozess zu tun hat, mit diesem morphogenetischen Feld, wo hier die alle, die jetzt damit zu tun haben und auch mit anderen Projekten, es öffnet sich immer mehr. Also man sagt ja, man spricht ja immer von dieser kritischen Masse. Ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind, aber ich habe das Gefühl, dass auch in diesem Bereich einfach immer mehr Resonanz da ist und schneller die Leute, auch jetzt, wenn ich jetzt von der Vision spreche, also es ist keiner da, der jetzt sagt, ach, was ist denn das für ein Zeug, sondern es ist Offenheit da. Es ist wirklich so
ein Fragen, ja, wie funktioniert das? Was macht ihr denn da? Und das finde ich sehr schön. Ist auch, ja. Ja, das sehe ich auch so. Ich würde jetzt mal sagen, wir probieren es mal. Wir ziehen jetzt mal oben den Burggard hoch. Den fetten, fetter Fuß, so heißt der User. Fetter Fürst, Fürst. Fetter Fürst, ja, der oder die Miro. Ja, Miro ist Pio. gut. Pio ist da. Dann haben wir den Shogun, den Ted oder Thomas und der Jingan sind momentan abwesend, sehe ich. Den lassen wir mal unten. Und wer jetzt nicht hier oben sein möchte, kann sich natürlich wieder runter setzen. Und ja, schauen wir doch mal. Ja, der fette Fürst ist wieder unten. Der mag jetzt nicht mitreden. Ja, rufen wir doch mal Miro und Pi und Shogun und den Ted. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hallo zusammen. Hallo. Gut, diese Sendung. Super. Die Energie, die kommt einfach rüber. Mehr kann ich noch nicht sagen im Moment. Danke, kann ich sagen. Danke. Gerne, Miro. Ja, ich finde das super toll, Miro, dass du dich hier auch zu Wort meldest. Ja, die Energien kommen rüber. Man spürt es über den Verlauf der Sendung. Ja, und wie? So wollte man das ja eigentlich auch, dass die Menschen auch in so einer Sendung auch was für sich mitnehmen und spüren dürfen, ja? Und was Neues auch mal hier hören dürfen. Und ich glaube, diese Musik, die wir heute hörten und die Gespräche sind nicht immer so typisch. Ja, das ist so. Und du hast vorhin gesagt, bis jetzt sei noch niemand hochgekommen, um zu sprechen. Aber die ganze Sendung war so spannend, auch für mich. Ich kann ja sagen, ich kenne den Otto schon länger, arbeite ja auch mit ihm zusammen. Und trotzdem, oder gerade darum, war es so intensiv. Ich bin nur so am Kopfhörer gehängt und zugehorcht und kam mir gar nicht in den Sinn, was zu sagen. Ja. Okay. Da kann man sagen, dass das eigentlich schon gelungen ist, zumindest für dich, Super. Miro. Und das finde ich super. Ich rufe mal Pi auf. Einen wunderschönen guten Abend. Vielleicht bist du auch da. Und Shogun und der Ted. Vielleicht wollt ihr auch was sagen. Der Burkhard. Hallo. Da kommt leider nichts. Schade, schade, schade. Vielleicht trauen sie sich nicht, Otto, auch über den Du, das ist Livestream. so, ich meine, ich weiß, wie das ist. Ich mache jetzt ja schon seit vielen Jahren öffentlich Konzerte und hatte mein erstes Interview gehabt, eben vor 4, 5 Jahren. Da klopft einem schon das Herz erstmal ganz oben im Hals und dann ist es auch nicht so einfach, weil man weiß, es sind einfach viele Menschen, die jetzt zuhören und ja, es ist dann nicht so einfach. Aber ich finde es schön, dass ihr alle im Sprechraum seid. Ich möchte gerne noch kurz etwas sagen zu dem Team, das wir ja jetzt gerade dabei sind zu gründen für die Dankbarkeitsvision. Und zwar für all diejenigen, die jetzt auch uns auf dem Äther hören und sich angesprochen fühlen, weil wir suchen Bildkünstler und Maler. Wir brauchen ja Menschen, die diese, ich sage jetzt mal, diese CD, das ganze Design kreieren. Wir suchen Grafikdesigner, wir suchen Programmierer, wir brauchen eine neue Internetseite, die wird dann Dankbarkeit Vision heißen und die muss ja jemand auch machen. Wir brauchen Journalisten, die darüber berichten, die einfach mit ihrer Fähigkeit Worte zu formulieren, auch helfen, das richtig zu transportieren. Wir brauchen Veranstalter, Konzertveranstalter, die sagen, wow, also das gefällt uns. Wir haben sogar schon im, ich sage mal, wir haben so verschiedene Pläne. Es gibt einen Plan A, Plan B. Plan B wäre wirklich die Vision mit einem Jurtendorf. Also das heißt, es sind mehrere Jurten. Eins davon ist eine Konzertjurte und ich denke, es weiß jeder, was eine Jurte ist. So was Ähnliches wie ein Zelt kommt
von der Mongolei, glaube ich, her. Und so würde ein Jurtendorf der Dankbarkeit in verschiedenen Städten quasi eine Tournee machen, wo immer jede Woche ein Jurtendorf dann eben in einer Stadt gastiert, und da findet dann das Dankbarkeitskonzert statt, und gleichzeitig sind da ist in einem Jurte ist ein Kaffee untergebracht, und in anderen Jurte sind dann Informationsmöglichkeiten da über dieses Thema. Wir brauchen PR-Berater, die wirklich fähig sind, hier uns zu unterstützen und sagen, hey, ihr müsst euch oder einfach uns Tipps geben, wie kann man das Ganze nach außen besser darstellen. Wir brauchen auch Finanzexperten. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt, der wirklich ein Händchen hat für Finanzen, weil wenn hier die Logistik anläuft und eben mal 10 oder 20 oder 50.000 CDs dann bestellt werden, das muss alles logistisch umgesetzt sein, und es muss auch von den Finanzen her muss es stimmen. Zu dem Punkt ganz kurz gesagt noch, also die Dankbarkeitsvision ist also ein Non-Profit-Unternehmen. Hier geht es nicht darum, in irgendeiner Form Profit zu machen, aber es muss trotzdem so kalkuliert sein, dass nachher dass quasi die Unkosten immer bezahlt sind. Und auch da sind schon auch Ideen da, über ganz tolle Möglichkeiten. Es gibt so Spendenportale hier auch für die Umsetzung dieser Vision dann nachher zu wirken. Wir brauchen Fotografen, die vor Ort sind, die Fotos machen, die auch für die Homepage Fotos liefern, die einfach fähig sind, hier mit Bildern zu arbeiten. Wir brauchen Kamerafrauen und Männer. Ich sage gerne Kamerafrauen und Männer, weil auch die Idee besteht, das gesamte Projekt zu begleiten, einen Film daraus zu machen, zu sagen, so hat es mal angefangen, da war mal eine Idee da, dann war auf OkiTalk war ein die erste Veröffentlichung, und dann ging es weiter, und das Ganze in einem Film festzuhalten, plus dem, dass wir ein Videoclip auf die Internetseite stellen, wo das Projekt dann auch vorgestellt wird, dass jeder, der da drauf kommt, relativ schnell versteht, um was geht es denn da eigentlich. Und wir brauchen Regisseure, die dann diese Videoclips dann auch wirklich ins richtige Format bringen. Und wir brauchen auch ganz wichtig Menschen, die Erfahrung im Vernetzen haben, also die wirklich sagen, okay, wie kann man so eine Welle, eine Dankbarkeitswelle auslösen, sodass die nicht gleich veräppt oder dass die erst gar nicht richtig anfängt, sondern dass die wirklich Kraft hat, Potenzial hat, in verschiedene Kanäle sich vernetzt, sodass ganz viele Menschen mitmachen. Weil nur dann kann auch dieser Break-Even entstehen, dann kann auch diese Welle und diese, ich sag mal, diese kritische Masse wirklich dann angestoßen werden und dieses Verständnis der Dankbarkeit auch viele Menschen erreichen. Also das war jetzt mal so kurz, mal so, ich kann mir vorstellen, da werden noch einige Menschen dazukommen, wo wir jetzt noch gar nicht wissen, dass wir sie brauchen. Es kann aber sein, dass auch jemand sagt, hey, ich habe das verstanden, ich verstehe, was ihr wollt, ich habe eine Fähigkeit, an die habt ihr jetzt vielleicht noch gar nicht gedacht, und der darf gerne sich auch melden, am besten momentan bei mir persönlich per E-Mail, einfach sagen, hier, das kann ich zur Verfügung stellen. Ich höre da von dir wieder die Offenheit und von Dingen, von denen man heute noch gar nichts ahnt, und vielleicht doch die Kreativität, von jetzt Menschen da sind, die sich vielleicht jetzt reindenken und trotzdem sagen, oh, ich habe da noch vielleicht eine Idee dazu. Und das finde ich schön von dir, diese Offenheit richtig zu sehen. Du bist ja auch bei den Informisten, das habe ich auch gesehen. Ja. Und ja, da kann man das auch mal nochmal vielleicht kurz zusammenschreiben oder wie auch immer. Die Sendung werden wir da auch verlinken natürlich. Ne? Genau, also, richtig. Ja, und genau da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir auch vorhin schon mal gesprochen haben mit der Musik. Ich habe ja auch eben noch Musikproduktion und andere Arbeit zu machen. Und von daher gesehen, auch hier braucht es dann schon wieder eben Leute, die sagen, ja, ich bringe meinen Teil dieses Vernetzens mit ein. Wie kann dieser Inhalt transportiert werden? Weil die Vision hat eine solche Größe, die können keine 5 Leute, es müssen wirklich viele Menschen daran
daran mithelfen, dass die Wirklichkeit wird. Ja. Und es gibt auch eine Möglichkeit eines Treffens, also wer die Möglichkeit hat, das ist vom 9. bis zum 11. September, da treffen wir uns in einem Jurtendorf, das ist in der Schweiz. Kann sein, dass es für den einen oder anderen jetzt zu weit ist, es macht nichts. Die da sind, ist gut. Und ansonsten werden wir dann über andere Möglichkeiten, wir haben Skype schon in Betracht gezogen, und du, Klaus, hattest ja auch schon ein Angebot gemacht, einen speziellen Dankbarkeitsraum zu gestalten, wo man sich dann eben regelmäßig trifft und da über das Projekt und über die Umsetzung dann nicht nur spricht, sondern auch darin arbeitet und darin weitermacht. Genau, so sehe ich es auch. Genau, das wird ja gerade angeschrieben, ob der Otto auch vielleicht mal beim einem der Top-Info-Forum vielleicht mit dabei ist oder auch beim Friedensfest. Wir haben ja das Friedensfest in Wörthersee. Was ja. Bist du da auch bei? Bis jetzt noch nicht, nee. Eine ganz große Veranstaltung ist ja die mit Michael Vogt am 22. November. Da ist der große Querdenken-Kongress. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass man bis zu diesem Zeitpunkt schon so weit die Vision, sagen wir mal, transparent hat, um dann damit in die größere Öffentlichkeit zu gehen, um dann auch wirklich hier über das Medium Fernsehen dann zu arbeiten, sodass in einem gewissen Zeitraum dann auch diese Dankbarkeitskonzerte stattfinden können und so, dass quasi eine Welle nach der anderen ausgelöst wird. Aber es bedarf natürlich jetzt einer guten Vorbereitung. Man muss auch viele Dinge berücksichtigen, damit das auch wirklich auch, ich sage jetzt mal, wirklich Hand und Fuß hat. Ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen zu kommen, weil der ein oder andere hat sich vielleicht vorhin angesprochen gefühlt. Vielleicht ist der ein oder andere Bildkünstler oder Maler oder Fotograf oder Finanzexperte jetzt dabei, der sagt, ja, okay, wie funktioniert denn das dann? Und kann natürlich auch passieren, dass da diese Frage auftaucht, ja, was bekomme ich denn dafür? Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, es ist eben diese Dankbarkeitsvision, da geht's eben darum, dass all die Gelder, die wir da haben, die Unkosten, sei es jetzt die Produktion, also die Hardware und so weiter, dass das gedeckt ist. Was man dafür bekommt, ist ganz, ganz viel. Weil all die Menschen, die jetzt schon mitmachen, ich kann es richtig beobachten, dass jeder, der sich jetzt mit einbringt, bekommt nicht nur für sich selbst, sondern für seine Arbeit, für seine Fähigkeit, die er macht, es macht etwas. Es ist wirklich eine große Energie, die da fließt. Und wir haben jetzt auch die Idee, dass jetzt zum Beispiel auf dieser Internetseite, wo dann die Vision dann drauf ist, dass all die Menschen, die im Team mitmachen, dass die nicht nur mit einem kleinen Bild oder einem Text versehen sind, der ist dabei. Nein, die werden richtig interviewt, die sind mit Bild und Ton dabei, können sich zeigen, können sagen, ich bin dabei, weil das so und so ist und ich mache das, das ist mein Job, sodass jeder auch da gesehen wird. Und das ist auch ein ganz großes Dankeschön an die Menschen, die mitmachen, und gleichzeitig werden auch dadurch sie natürlich wieder auch auf sie aufmerksam gemacht. So wie du vorhin über uns Musiker gesprochen hast, gibt es auch tolle Künstler, es gibt super Journalisten, es gibt super Fotografen, die alle auch am gleichen Punkt stehen. Ja, wie werde ich denn bekannt? Wie werde ich denn gesehen? Und das bietet hier diese Plattform, dass man gesehen und gehört wird. Richtig. Und das ist ja auch Okitalk, und auch ein Fotograf, der kann hier seine Bilder präsentieren, seine Musik, genau, und so, ja, weiter. Ja. Ja, das ist schon eine ganze Menge, was da im Fluss ist auch. Und vielleicht findet sich der ein oder andere und sagt, ja, ich möchte einen anderen Weg gehen. Und das ist ein schöner Weg, glaube ich schon. Toll. Also ich freue mich. Ich freue mich auf alle, die mitmachen und Lust haben, da dabei zu sein, ja. Wir kommen langsam zum Schluss schon der Sendung, Otto, und wir haben ja noch einen Song da.
Ja, der Song ist aber etwas länger, habe ich jetzt gesehen. Also wir sind ja jetzt schon über der Zeit. Also es wäre jetzt der Song der Freude gewesen, weil ich es einfach toll finde, auch in die Energie der Freude zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du den Song weiterlaufen kannst, weil er geht circa 12 Minuten. Und ansonsten könnte man auch nochmal Turn, Turn, Turn laufen. Also das darfst du jetzt mit entscheiden. Na, da dürfen wir ganz sicher ruhig überziehen. Wir haben auch den Passepartout nochmal da, den können wir auch nochmal zu Worte kommen lassen, Otto, weil er ist ja hier im Sprechbereich drin. Ich rufe ihn nochmal und dann können wir das ganz gemütlich auch abschließen mit dem Song, den du ausgesucht hast. Dann sag ich einen wunderschönen guten Abend, Passepartout. Guten Abend. Ich höre angestrengt, nicht angestrengt, sondern ich höre entspannt zu. Und ich habe eigentlich nichts zu sagen. Ich schaue zu, so wie man einer Pflanze zuschaut, wie sie wächst, oder einem Kind. So schaue ich zu. Ich lasse es in Ruhe. Das ist meine Art. Schön, ne? Ja, danke für deinen Beitrag und es ist auch entspannt, muss ich sagen. Wir sind heute eine Minute ein bisschen später gestartet. Dafür sagen wir nochmal Entschuldigung natürlich. Weil manchmal ist das ein bisschen stressig hier auch, was man alles im Vorfeld tut. Aber es hat alles, glaube ich, so gut funktioniert. So glaube ich ganz Jetzt einfach, Otto. super geklappt, hat super geklappt, Klaus. Dankeschön. Ja, möchte ich noch ein letztes einbringen, bevor der Song läuft, weil wir haben ja vorhin von einem Blitzschlag gesprochen, der damals beim Start der Lebensmusik da war und der mich damals, sagen wir mal, schon ein bisschen so wachgerüttelt, oder nicht gerüttelt, sondern ich einfach nochmal gesagt hat, ganz klar, hey, für was entscheidest du dich? Und wir haben weitergemacht und die Lebensmusik hat wirklich Fuß gefasst. Ja, und genau vor einer Woche hat wieder der Blitz eingeschlagen bei uns und hat die Telefonanlage lahmgelegt. Hier hatte ich dieses Mal mehr Glück. Also die Geräte waren alle aus. Ich habe auch die Stecker ziehen können vorher. Also war wirklich nur die Telefonanlage und auch hier war Glück im Unglück. Ich habe sie ersetzt bekommen, sodass ich also innerhalb von 4 Tagen wieder online war. Aber interessant war es schon, dass es im Prinzip wieder ein Zeichen ist, jetzt vor dem nächsten großen Schritt, die Dankbarkeitsvision zu stehen, dass da hier irgendeine Meldung von oben kommt, direkt aus dem Himmel. Und so gesehen. Ist schon gesagt, was ziehst du für Energien an? Das ist ja Wahnsinn. Ja, also kraftvolle würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wir haben ja dieses Mal einfach geschmunzelt und gesagt, okay, dieses Mal war es dann nur in Anführungsstrichen ein Zeichen. Und ich freue mich jetzt. Ich freue mich, danke, Klaus, die Chance gehabt haben, hier über die Vision zu sprechen, über die Lebensmusik zu sprechen, all den Menschen auch nochmal Danke zu sagen, die jetzt dabei gewesen sind, die 2 Stunden. Dankeschön. Ich sage wirklich ganz großes Danke, dass ihr dabei seid. Danke auch und dann sagen wir Musik ab.
fliegen wie der Wind bis in dein Herz Ja, das Okidok-Team sagt ein ganz großes Danke, 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 Danke an Otto Lichtner für diese schöne Sendung, die er uns heute hier mitgegeben hat für unser Archiv, für unsere Zuhörer. Ich hoffe, euch hat es hier gefallen. Otto, sagt dir nochmal ganz herzliches Dankeschön. Bitteschön. Danke, hat auch Spaß gemacht. Danke. So, und somit beenden wir jetzt mal die Aufnahme. Tschüss, bis bald.